Der Reitzhofer-Dramapreis hat seine Stärke darin, dass er eine Verbindung von Wettbewerb und Arbeitsprozess ist. Wir suchen mit einer Vorjury aus meistens über 100 Einsendungen die besten 14 aus und laden sie ein, gemeinsam mit uns an dem Text zu arbeiten, an dem Textentwurf. Die Autoren bekommen Rückmeldung von ihren Autorenkolleginnen, aber auch von Regisseurinnen, Schauspielerinnen, Dramaturginnen. Die fertigen Stücke werden dann einer Jury anonym vorgelegt und der Siegertext wird daraus anonym ermittelt. Dieser Vorgang trägt einer Forderung von jungen Menschen Rechnung, dass in einem Wettbewerb es nicht nur um die Spitze gehen sollte und dass es nicht nur um Konkurrenz gehen sollte. Und es trägt den Dienst insofern Rechnung, als es bei uns viele Gewinner, Gewinnerinnen gibt. Das zeigt auch, dass die Texte nicht nur der Sieger, sondern Siegerinnen, sondern auch alle anderen Texte oft wahrgenommen werden und es auf Bühnen und zu Uraufführungen schaffen. Zu den Siegerinnen, das macht das aus, was den Preis so erfolgreich macht. Das sind zu nennen der Ferdinand Schmalz, hier als Steirer sozusagen. Aber ein früherer Sieger auch, der Ewald Spalmetzhofer, der es auf alle großen Bühnen im deutschen Sprachraum geschafft hat und dessen Stücke vielfach nachgespielt werden. Es ist zu nennen Miroslava Svolikova, die auch bereits erste wichtige Schritte gemacht hat und mit weiteren Preisen nach dem Reitzhofer Dramapreis bedacht wurde. Es ist zu nennen Gerhild Steinbuch, die eine wesentliche Position unter den jüngeren Autorinnen im deutschen Sprachraum innehat und natürlich noch viele mehr. Ich halte uns zugute, dass wir eben nicht nur ein reiner Männerbetrieb sind, sondern dass bei uns die Frauen gleichermaßen vorkommen. Ich muss manchmal schmerzvoll wahrnehmen, dass es dann am Ende, dort wo es nicht mehr in unserer Hand liegt, die Männer immer wieder etwas leichter haben. Aber wir treten ganz stark dafür ein, dass sich das ändert. Also bei uns kommen die Frauen im gleichen Ausmaß vor wie die Männer. Was mich auch sehr freut, ist, dass bei uns ganz viele Leute auftauchen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, die Deutsch erst erlernt haben im Laufe ihres Lebens oder als Zweitsprache haben und die damit einen wichtigen Teil der Gesellschaft abbilden. Auch diese Leute kommen aus unseren Arbeitsprozessen, da ist zuvor das zu nennen, wie Stone Wanzer Mchila, der Burgtheater eine Uraufführung hatte, heuer am Grazer Schauspielhaus aufgeführt wurde und wo auch in der nächsten Saison wichtige Orte im Spielen werden. Das wäre das, was den Reitzhofer Dramapreis auszeichnet.